Hallo Freunde, ich bin's wieder, der Yeshio. Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Farming Simulator 19. Heute möchte ich mit euch dieses schöne Feld hier grubbern. Es gehört dem Robert Aachen. Und der gibt uns dafür 4046 Euro. Und ich denke, das ist ein guter Betrag. Und dementsprechend werden wir jetzt hier ordentlich Gas geben. Auftrag akzeptieren und los geht's. Es ist nicht ganz der Grubber, den wir da hätten leihen können, aber zumindest ist es ein relativ großer Grubber, mit dem ich da das Feld mit Sicherheit auch schnell fertig bekomme. Dann lass uns das Ding mal aufklappen. Und dann geht das ab hier. Wahrscheinlich wird das die eine oder andere Minute hier in Anspruch nehmen. Ich denke mal, bis wir das komplette Feld fertig haben, ungefähr eine Stunde. Ich denke mal, so gemütlich hier noch im Feld grubbern, das ist für den Abschluss des Tages eigentlich eine ganz tolle Sache. So schön chillig hier einmal das Feld abfahren und ohne, ich sag jetzt mal, Überschussgewinn, sonst irgendwelche Gedanken, einfach die Bahn ziehen hier, ganz, ganz gemütlich. Nun, um das mal zu sehen, eine Viertelstunde ist vergangen inzwischen und unser Feld sieht schon gar nicht mal so schlecht. Das heißt, wir sind jetzt bei ungefähr einem Fünftel hier nach und ja, ich denke mal so eine Stunde 15 insgesamt wird dieses Feld brauchen, dann ist es fertig gegrubbert. So eine Feldgröße zu bearbeiten ist natürlich irgendwie total krass, weil das sehr schnell eintönig wird. Ich persönlich habe natürlich auch lieber kleinere Felder zu bearbeiten, weil ich da ein bisschen mehr Abwechslung habe. Ne, wenn ich jetzt so ein Feld von Grund auf fertig machen kann, erst ein bisschen pflügen, dann ein bisschen sehen, dann ein bisschen düngen und nach einer Zeit dann halt wieder nochmal düngen und das sind also so Sachen, die sich bei so einem großen Feld natürlich etwas hinziehen. Alles in allem kann man also festhalten, dass Farmarbeit nichts für Ungeduldige ist. Ich es manchmal natürlich bin, offen gesagt, aber es ist natürlich auch entspannt. Ich sag mal, ne, wenn man nicht ständig hin und her muss, nicht ständig irgendwo was verkaufen muss, ständig die Gerätschaften wechseln muss und so weiter. Es ist auch sehr, sehr chillig. Ja. Und wenn ich da nicht wenigstens ein bisschen drauf stehen würde, dann hätte ich dieses Feld hier und diesen Auftrag natürlich gar nicht erst angenommen. In diese Richtung, also bergauf, stellt man das schon fest langsam, dass es am Hang hier stark runtergeht mit der Geschwindigkeit. 6 Stundenkilometer gerade noch. Ah, schleppt sich ein bisschen. Aber gut, das ist bergauf auch relativ normal, muss ich sagen. Das habe ich selbst mit größeren Maschinen schon. Also solange du noch so, ich sag mal, 2-3 km/h unter Maximum durch die Gegend kommst, ist alles gut. Wenn es jetzt natürlich extrem langsamer wird, 1 Stundenkilometer, 2 Stundenkilometer, dann sollte man sich echt überlegen, ob man das falsche Zuggerät dort vorhat. Irgendwie eine stärkere Zugmaschine kaufen sollte man dann vielleicht. Oder wenn man sieht, dass die Räder halt stark durchdrehen, dann vielleicht einfach mal eine andere Bereifung draufziehen. Das ist nämlich sehr häufig, gerade wenn es bergauf geht und man halt irgendwas für sich herzieht, was viel Widerstand bietet. Ein Traktionsproblem. Mit einem kleinen Blick auf die Map darf ich feststellen, dass ich jetzt ungefähr die Hälfte habe und ich habe jetzt auch ungefähr die Hälfte
von 1 Stunde 15 um. Also wir sind jetzt bei 38 Minuten. Kommt also sehr gut hin mit der Zeit, die ich so geschätzt habe. 45 Minuten sind vergangen und jetzt gibt es einmal kurz den Blick in den Auftrag, also auf die Map natürlich. Wir sind weit über der Hälfte und im Auftrag sind wir auch bei 55%. Das ist hervorragend, weil es kommt ja nicht darauf an, wann dieses Feld effektiv zu 100% fertig ist, sondern wann der Auftrag zu 100% fertig ist. Das ist ja einiges früher. Entsprechend werde ich natürlich dann nicht mehr dieses Feld komplett fertig grubbern, sondern sobald also oben rechts steht, hier Auftrag abgeschlossen, Lohndienstleistung auf Feld 12 beendet, heißt das ja dann, werde ich natürlich auch die Arbeit einstellen, den Auftrag abschließen und dann ist das Feld ja sowieso fertig. Kennt man ja. Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. 66%. Und wir haben locker, würde ich sagen, 2/3 des Feldes fertig. Ich habe mir überlegt, dass ich mir für meinen Decker hier einen Rasenmäheraufsatz besorgen werde. Und einen Schwader. Dann kann ich nämlich um meine Felder herumfahren und dort Rasen mähen. Es gibt dann auch noch mal ein Zusatzeinkommen. Rasen selbst bringt jetzt nicht so viel, das heißt, da werde ich mir dann noch ein kleines Fahrsilo auf den Hof stellen, wo ich dann Silage herstellen kann. Silage hat ungefähr den, ich sag jetzt mal, dreifachen Verkaufswert, auch wenn ich sie nicht selber brauche, aber wenn ich sie in der Scheune verkaufe, gibt es eigentlich grundsätzlich ungefähr das Dreifache wie für Heu, Stroh oder halt Gras. Der Unterschied ist immens, nur dafür, dass man ein bisschen wartet und es dann verkauft. Ja, natürlich ein bisschen mehr Arbeit damit, weil man es noch wieder aufnehmen muss. Aber ich denke mal, wenn man die Lage dünn genug macht im Fahrsilo, dass es nicht so einen großen Haufen aufschüttet, kann man einfach mit dem Ladewagen durchfahren und kann die Sachen so aufnehmen. Da braucht man noch nicht mal einen Bagger dafür und eine Schippe oder sonst was. Man kann einfach einmal mit dem Ladewagen durch und fertig. Man muss ja sehen, wie man sein Land am besten ausnutzt und die Wiese gehört ja nun mal dazu. Es gibt natürlich, wie man das auf dem anderen Hof sieht, den wir da haben, natürlich auch Silos, die das direkt umwandeln können, aber das sind halt Mods, die ich jetzt hier nicht benutzen möchte. Ich möchte eigentlich gerne mit dem, was hier möglich ist, auch den Hof groß bekommen. Das Einzige, was ich jetzt vielleicht benutzen würde, das ist hier eine Möglichkeit, einzelne Fahrzeuge auszuschalten oder so. Was ist die Bedienung ein bisschen erleichtert vielleicht, aber nicht, was jetzt das Arbeiten der Materialien wesentlich leichter macht. Deswegen würde ich auf solche Sachen hier gerne verzichten. Fahrsilo und ein Ladewagen tun es dann halt auch. Die Linien, die ich mir jetzt zurecht fahre, die werden auch immer schiefer irgendwie. Ich weiß auch nicht. Aber wenn ich jetzt den Erntehelfer dran setzen würde, der würde wahrscheinlich ein großes Dreieck stehen lassen irgendwo. Der kann geradeaus fahren. Im Gegensatz zu mir natürlich. So, wie viel Prozent haben wir denn jetzt inzwischen zusammen? Wir haben jetzt 85% zusammen und die Map sagt, dass wir nicht sehr sauber gearbeitet haben, aber das gibt sich natürlich gleich wieder mit Auftragserledigung. Trotz alledem 15%, das passt ungefähr zum Rest des Feldes. Also ich habe, denke ich mal, zwischendurch ungefähr so viel stehen lassen, dass wir das Feld ungefähr auch bis zum Ende grubbern müssen, damit der Auftrag erledigt wird.
L12 ist aber wirklich eines der größten Felder, die es hier gibt. Das ist alleine von der Grundfläche her schon extrem. Dann hast du halt noch dieses Profil leicht bergauf. Dann wird der Trecker natürlich auch noch mal ein bisschen langsamer. Bergab wird er natürlich nicht schneller wie Maximum. Dementsprechend bringt einem das dann auch nicht viel. 9 bis 10 Stundenkilometer ist halt Ende. Wenn er dann wenigstens 12 fahren würde, dann wäre das natürlich noch schön. Aber ist nicht. Jetzt zum Beispiel quält er sich ordentlich. 4 Stundenkilometer. Mache ich natürlich auf der anderen Seite bergab. Auf keinen Fall wieder gut die Zeit. Deswegen sind wir auch nicht ganz ausgekommen. Wir sind nämlich jetzt bei ungefähr 1 Stunde 15 angekommen. Und haben halt wie gesagt noch diese um die 15, jetzt wahrscheinlich 13% über. Weil der eben gerade bergauf langsamer wird. Das kostet Zeit. Inzwischen bin ich schon bei über 90%, 94% schon durch im Auftrag. Aber er schleppt sich hier auch natürlich ja, extremst den Berg hoch. 4 Stundenkilometer, 5. Und jetzt tatsächlich wieder 6. Mit dem ganz großen Grubber hätte ich mir, glaube ich, ein Eigentor geschossen. Viel ist nicht mehr, ein Ende ist in Sicht. Ich würde sagen, dieses Feld gibt mir nach dieser Reihe noch ungefähr 2 Reihen für meinen Grubber. Dann dürfte der Auftrag auch erledigt sein. Aller spätestens. Denn wir sind inzwischen schon bei 97%, gerade noch mal 3%, die hier gefahren werden müssen. Ich glaube, das sind noch nicht mal mehr ganze 2 Reihen. Endspurt würde ich sagen, mit der Reihe dürfte sich jetzt eigentlich das Auftragsvolumen erledigt haben. Sich wieder den Berg hochquält. Da ist es. Lohndienstleistung auf Feld 12 abgeschlossen. Hervorragend. Das heißt, den Grubber heben, den Grubber zuklappen und Auftrag abschließen. Das bedeutet, das Feld ist auch gleich fertig. Zack. 4046 Euro Lohndienstleistungsumsatz und das Feld haben wir natürlich ganz perfekt fertig gemacht, wie man sieht. Ne? Besser geht's doch gar nicht. Ich bedanke mich bei euch aufs Allerschärfste fürs Anschauen des Videos. Schaut doch beim nächsten Mal wieder rein, wenn es hier weitergeht mit einem neuen Let's Play Farming Simulator 19.